Anne Jung ist Referentin, ist Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Gesundheitsreferentin bei Medico International. Sie ist schon seit 1998 bei Medico, war dort Campaignerin mit dem Schwerpunkt Afrika. Und wir werden jetzt in dem zweiten Teil genau darüber sprechen, was passiert eigentlich gerade in der Weltgesundheitsorganisation, was für Herausforderungen stellt Corona gerade auf globaler Ebene. Ich hatte eingangs ja gesagt, gestern war der Tag, wo die meisten Menschen sich neu infiziert hatten mit Corona weltweit. Ich glaube, 136.000 Menschen neu infiziert, nur die Menschen, wo das identifiziert wurde. Wir haben ja eine große Dunkelziffer. Gerade dort, wo wenig getestet wird, ist es sehr schwer, die reale Ausbreitung von Corona wahrzunehmen. Es gab da dramatische Schilderungen, sowas wie, dass in Brasilien momentan pro Minute ein Mensch an Covid-19 stirbt. Das sind dramatische Zahlen, das sind dramatische Situationen, über die wir gleich mit Anne Jung sprechen wollen. Und wir haben eine Vielzahl an anderen Beispielen aus den Ländern des globalen Südens und wollen aber auch sozusagen über die Situation der Weltgesundheitsorganisation in dieser großen Pandemie sprechen. Anne, ich sehe, du bist da. Ich freue mich, dass ich die Zeit ein bisschen überbrücken konnte und würde dich gleich erstmal herzlich begrüßen und schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben, habe ich angesprochen, es gibt diese neuen Zahlen zur Ausbreitung von Corona weltweit, aber mit auch einem Schwerpunkt in Afrika. Kannst du einen kurzen Einstieg zur Bedrohungslage für die Länder des globalen oder Menschen in den Ländern des globalen Südens geben? Wie sieht es da gerade aus? Ja, in diesen Tagen gibt es so eine Art von Übergang, ja, während in Deutschland die Schwimmbäder öffnen, die Grundschulen wieder aufmachen, Leute in Schlauchbooten in Berlin auf dem Kanal schuckeln, gibt es weltweit mehr Neuinfektionen als jemals. Das heißt, wir haben den Peak der Pandemie noch überhaupt nicht erreicht. Im Moment sind es 136.000 Neuinfektionen pro Tag. Ein Schwerpunkt liegt in Südamerika, in Brasilien im Moment, auch aufgrund der politischen Situation, infiziert sich ein Mensch pro Minute. In Afrika ist der Schwerpunkt Südafrika, aber auch Mexiko, andere Länder, auch in Asien sind sehr stark betroffen. Und das heißt also, jetzt ist es total wichtig, weiter so einen globalen Blick zu haben. Das ist ja auch unser Thema heute und nicht zu denken, wir sind über den Berg, weil auch wenn die Zahlen hier rückläufig sind, bleibt es dennoch ein globales Problem. Inmitten dieser großen Pandemie sind die USA ja jetzt aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten, und zwar der Organisation, die eigentlich dafür zuständig sein soll, so etwas global ein Stück weit auch zu koordinieren zwischen den Staaten. Kannst du kurz sagen, worin liegt so die Ursache dieses Konflikts aus deiner Warte? Das ist natürlich sehr vielfältig. Also einerseits sieht man, dass die USA da durchaus einer Strategie folgen. Es war ja nicht der erste Austritt. Sie sind aus dem Klimaabkommen ausgetreten, sie wollen den INF-Vertrag kündigen, sie haben die Mitarbeit in der UNESCO aufgegeben, und damit folgt ja die Regierung von Trump sehr stringent dem Kurs America First und versucht eben weiter, gerade jetzt in Wahlkampfzeiten, sich auch als Supermacht zu imaginieren. Die Kritik an der WHO lautete ja, dass sie zu zögernd gehandelt habe und dass sie vor allen Dingen den Daten aus China zu sehr vertraut hat. Faktisch ist es aber eigentlich so, dass die USA gerade totale Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, weil diese Politik auch von sozialer Segregation wird ja in den USA durch Corona überdeutlich. Ja, da gibt es nichts mehr zu ummanteln. Das hat inzwischen jeder verstanden. Und in diesem politischen Stellvertreterkrieg ist es natürlich total reizvoll, sich auf ein China-Virus zu fokussieren, weil diese Form auch von Rassismus und von Abgrenzung immer auch ein Versuch ist, das Land nach innen zu einen. Und der andere Punkt, den ich an der Stelle wirklich noch sehr wichtig finde, ist,
dass natürlich die USA gerade auch wahnsinnig viel Druck haben, einen Impfstoff zu finden. Das ist, wird mit Sicherheit, könnte das wahlentscheidend sein, wenn das einem US-Pharmaunternehmen gelingen sollte. Und auch darin gibt es ja diese Strategie America First, und das verträgt sich einfach überhaupt nicht mit einer Idee von der WHO entlang der globalen Bedarfe, diesen Impfstoff zu Du hast ja jetzt gerade sozusagen sowohl innen- als auch außenpolitische Motive sozusagen angeführt. An der Weltgesundheitsorganisation gibt es aber auch viele linke Kritikpunkte, die ihr als Medico International, als Hilfsorganisation und Menschenrechtsorganisation auch schon ja seit vielen Jahren vertretet, auch vertretet. Kannst du da die Kritikpunkte noch mal so kurz umreißen? Ja, also ein Punkt ist sicher, das muss man immer, glaube ich, auch erklären, um die WHO gleichzeitig zu verteidigen und zu kritisieren. Das ist dieser Spagat, ja. Also was jetzt auch das Handeln zu China anbelangt, muss man einfach immer sehen, die WHO kann nicht besser sein als die Summe ihrer Mitgliedstaaten. Und die globalen Dominanzverhältnisse spiegeln sich natürlich auch dort wieder. Und dadurch hat natürlich China auch als eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt einen Einfluss. Und der WHO bleibt es gerade im Pandemiefall nichts anderes übrig, als auf Kooperation zu setzen, auf Diplomatie zu setzen, damit Leute ins Land geschickt werden können, um unabhängig die Situation zu kontrollieren. Und zu untersuchen, meine ich. Und dann kann man sagen, die WHO war nicht zu langsam, das stimmt halt einfach nicht. Aber was eben sie nicht gemacht hat und was wir auch kritisieren, ist, dass Menschenrechtsverletzungen, Repressionen im Zuge auch der Quarantänemaßnahmen nicht angesprochen wurden. Aber wichtiger ist ein ganz anderer Punkt, weil nämlich eigentlich die Weltgesundheitsorganisation wirklich ein spektakulär progressives Gesundheitsverständnis hat. Diese Erkenntnis, nämlich dass Gesundheit vor allen Dingen das Ergebnis ist von Lebensverhältnissen und nicht von vor allen Dingen Krankheiten es sind, die das Leben gefährden, hat die WHO schon seit Jahrzehnten festgestellt. Sie hat immer gesagt, es geht um gute Lebensverhältnisse, um gute Arbeitsverhältnisse, um soziale Sicherung, um ein öffentliches Gesundheitssystem, also alles, was Linke auch fordern. Sie folgt einer Idee auch von globaler Umverteilung. Das ist wirklich ganz, ganz weitgehend. Und die Veränderung, die es jetzt gegeben hat, die man aus linker Perspektive unbedingt kritisieren muss, ist, dass die Politik die Verantwortung aufgegeben hat für die Finanzierung der WHO. Das erst hat die WHO in diese Abhängigkeiten gebracht, die wir jetzt vorfinden und die ja vielerorts diskutiert wird. Und damit wurde halt dieses progressive Gesundheitsverständnis torpediert. Und das ist der Kern der Kritik, dass die WHO inzwischen abhängig ist von auch privatwirtschaftlichen Akteuren, von philanthrokapitalistischen Stiftungen, vor allen Dingen der Bill und Melinda Gates Stiftung. Und damit eben dieses Gesundheitsverständnis in den Hintergrund gedrängt wird und sich nicht mehr durchsetzen lässt politisch. Du hast ja jetzt gesagt, es gibt eine Einflussnahme jetzt auch von privaten Stiftungen, die aufgrund des Rückzugs der Staaten sozusagen überhaupt diesen leer werdenden Platz füllen konnten. Es gibt jetzt eine Vielzahl an Verschwörungstheorien zu diesem ganzen Thema. Das ist ja, muss ja für Leute sein, die sich länger mit der Materie beschäftigen, muss das ja besonders hart sein, sich diese neuen Expertinnen, die sozusagen auf YouTube ihre Kenntnisse ha gelernt haben, so zu sehen. Aber kannst du sozusagen, gibt es einen materiellen Kern an dieser Kritik? Also inwieweit verändert diese privaten Stiftungen? Kannst du das vielleicht mal beschreiben? Wie verändert diese Stiftung einfach das Arbeiten auch der Weltgesundheitsorganisation? Ja, das kann man schon gut festmachen, weil man gesehen hat, in der Zeit vor der Ebola-Pandemie vor 6 Jahren in Westafrika war das halt so, dass Akteure wie die Gates-Stiftung in diesen programmgebundenen Mitteln, die sie zur Verfügung stellen, immer gesagt haben, ach, sowas wie Gesundheitssystemförderung, Aufbau von öffentlichem Gesundheitssystem, was aus unserer Sicht und auch aus Sicht vieler auch internationaler Partner von Medico absolut essentiell ist, das ist alles Papperlapapp, wir impfen die Leute. Und damit wurden strukturelle Verbesserungen im Bereich der Gesundheit
Und die Frage auch, wo können öffentliche Gelder generiert werden, um das möglich zu machen, wurde völlig in den Hintergrund gedrängt, zugunsten eben von diesen Maßnahmen. Und damit einhergehend war es dann so, dass eben die Frage auch von der sozialen Infrastruktur, das heißt also, wie lassen sich Trink- und Abwassersysteme verbessern, wie finanziert man Wohnungsbauprogramme und all diese Faktoren, die ebenso bedeutsam sind für gute Gesundheit für alle Menschen, die fanden überhaupt gar keinen Platz mehr. Und es ging nur noch darum, im Rahmen von bestimmten Impfprogrammen die Anzahl von geretteten Leben zu summieren. Ja, das ist auch sehr beliebt natürlich, so eine Art von Wirksamkeitslogik dann da einzuführen. Und das hat die Programmatik der WHO tatsächlich sehr problematisch verändert. Also du sagst, also gerade diese Polio-Impfungen sind ja ein großes, sag mal, Flaggschiff, die dann da gerade von der Bill und Melinda Gates Stiftung forciert werden, wo tatsächlich ja viele Menschenleben gerettet werden, aber dadurch werden so strukturelle Entwicklungshemmnisse quasi nicht abgebaut. Und wir wissen ja sozusagen, Armut ist auch ein riesiger Faktor. Selbst in Deutschland sterben die Leute hier 10 Jahre früher, wenn sie ärmer sind. Es gibt ja jetzt sozusagen einen Reformbedarf, den du gerade auch skizziert hast, auch einen Finanzierungsbedarf der WHO. Im Moment ist es ja sozusagen auch so, dass auch über die WHO eine Suche quasi nach einem Impfstoff forciert wird und gesucht wird, und gleichzeitig gibt es auch andere Spenderinitiativen. Kannst du diese Suche nach dem Virus auf einer internationalen Ebene, kannst du da was zu sagen? Wie läuft das da gerade ab? Ja, also es gibt natürlich zahllose Initiativen einerseits von der Staaten, also verschiedenen Staatengemeinschaften, aber andererseits eben auch natürlich von der Pharmaindustrie selber. Und da ist es halt so, dass es im Moment, es gab kürzlich eine sogenannte Plättchenkonferenz, also wo halt Millionensummen gesammelt wurden, die dann wiederum von den Staaten, einerseits der Pharmaindustrie, andererseits aber auch öffentlichen Institutionen zur Verfügung gestellt werden, um sie dabei zu unterstützen, einen Impfstoff zu finden. Und das Problem besteht aber daran, dass sozusagen dieser erste Schritt gemacht wird. Es gibt Gelder, die bereitgestellt werden, aber das findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern die Struktur, die wir im Moment haben, ist sehr stark geprägt von einem bestehenden Patentsystem. Das heißt, jetzt ist der Moment da, wo man eben über die Bereitstellung von Geldern unbedingt darüber nachdenken müsste, und das passiert halt überhaupt nicht im ausreichenden Ausmaße. Was passiert denn, wenn der Impfstoff gefunden ist? Das heißt, man müsste jetzt dafür Sorge tragen, dass es einen Patentpool gibt, in dem alle Daten und Wissen zu Covid-19 zusammengetragen werden und auch die geistigen Eigentumsrechte gebündelt werden, um eben dann die zu entwickelnden Produkte wirklich als globales öffentliches Gut zur Verfügung zu stellen. Und im Moment ist es so, dass nach einer ersten Phase, wo Macron, wo auch die Bundeskanzlerin immer wieder gesagt hat, Gesundheit ist ein öffentliches Gut und darf nicht dem Markt unterworfen werden, dass man jetzt sehen kann, dass dabei sehr viel Rhetorik war, weil nämlich die neuesten Initiativen sehr stark darauf setzen, Gelder in die Pharmaindustrie zu investieren. Das Handelsblatt hat vor ein paar Tagen darüber berichtet. Es gibt so eine neue Initiative, da sind die Niederlande dabei, da ist England dabei, Deutschland und das vierte Land habe ich gerade vergessen. Also die starken Industrienationen in Europa finanzieren jetzt die Pharmaindustrie. Und man wird eben im Moment den Verdacht nicht los, dass es jetzt darum geht, auch primär als geopolitisches Kalkül jetzt den Impfstoff in Europa zu entwickeln, um der USA und China etwas entgegenzusetzen. Und dieser Rest der Welt, die anderen, fallen halt wieder hinten runter. Und die ganzen Fragen, dass jetzt natürlich Produktionsorte aufgebaut werden müssten in Bangladesch, in afrikanischen Ländern, dass dort auch Forschungsgelder hingehen müssten und so weiter, das ist einfach gerade alles nicht mehr relevant. Und das betrachten wir natürlich mit großer Sorge und auch mit großer Kritik. Ja, ich glaube, China hat schon angekündigt,
dass sie einen, also einen freien Zugang zu einem, falls sie ein Patent entwickeln oder ein Medikament entwickeln, dass sie das sozusagen offen machen, weil das wäre ja vielleicht auch eine politische Auseinandersetzung darum, dass das andere auch verkünden. Wir haben, das ist ja, was du beschreibst, ist das ja häufig so in der ganzen Pharmaindustrie, ist ja ein riesen Geschäftszweig, der sehr häufig darauf aufbaut, dass staatliche Mittel für sogenannte Grundlagenforschung investiert werden, die dann über Public-Private Partnerships und andere, auch dann einfach private Initiativen dann von Pharmafirmen zu Medikamenten weiterentwickelt werden. Es werden da Milliardengewinne erwirtschaftet. Warum machen das alle Regierungen oder warum wird das sozusagen überall so gemacht und warum gibt es nicht direkt eine staatliche Pharmaforschung, die dann auch die Medikamente produziert zu einem vernünftigen Preis und die gesellschaftlich verteilt? Es gibt da Studien aus den USA, die sagen, das wäre gesellschaftlich gesehen deutlich günstiger, wenn man das nicht quasi privatkapitalistisch organisieren würde. Warum ist das so? Also das stimmt, das wäre günstiger, das ist völlig klar. Und die Frage von dir ist schon sehr gut, weil man es sehen kann, dass es halt doch eine Paradoxie ist, die wir da feststellen können, zumindest auf den ersten Blick. Weil es so ist, dass diese Vorstellung, dass es vor allen Dingen Mittel sind der Pharmaindustrie, die ein Medikament bis zur Marktreife entwickeln, das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist eben ein ganz großer Teil öffentlicher Mittel dabei. Das heißt also, die Forschung wird sehr stark in Deutschland, aber auch an vielen anderen Ländern der Welt mit öffentlichen Mitteln finanziert. Und die Ergebnisse dieser Forschung werden dann privatisiert, was eben auch dazu beiträgt, dass die Pharmaindustrie der umsatzstärkste Wirtschaftssektor überhaupt auf der Welt ist, mit 1 Billion Euro Umsatz im Jahr. Ich habe die neuen Zahlen, du hattest mich ja im Vorfeld danach gefragt, jetzt nochmal nachgeguckt und die Tendenz geht eben nach oben. Warum machen die das dann nicht? Was man darin sehen kann, ist, dass immer noch die Logik, dass der Markt es schon richten wird, wichtiger ist als beispielsweise die Erfüllung des Menschenrechts auf Gesundheit. Das heißt, um dieses System aufrechtzuerhalten, riskiert man lieber Millionen von Menschenleben. Wir können vielleicht gleich auch noch mal auf Zahlen zu sprechen kommen, was andere Krankheiten anbelangt, als diesen Schritt zu gehen, das öffentlich zu finanzieren. Und ein Punkt da drin ist natürlich total wichtig. Selbst wenn es nicht so wäre, wie du sagst, oder wie es ist, muss es trotzdem öffentlich finanziert werden, selbst wenn es teurer wäre, weil einfach es ein Prinzip sein muss, dass das Menschenrecht auf den bestmöglichen Zugang zu Gesundheit keinem Kapitalinteresse unterworfen werden darf, weil das sonst immer dazu beitragen wird, dass kommerzielle Forschung vor allen Dingen in einem Bereich stattfindet für Leute, die sich Medikamente leisten können und die eigentlich zentralen Krankheiten auf der Welt nicht erforscht werden, weil es dafür einfach kein kaufkräftiges Klientel gibt. Und deswegen ist es so oder so eine Notwendigkeit, dass das in öffentlicher Hand liegt und nicht in privatwirtschaftlicher Hand. Genau, das schließt ja eigentlich auch direkt meine zweite, nächste Frage an. Die Forschung ist ja sehr stark fokussiert, denn häufig auf Wohlstandskrankheiten, die im globalen Norden sich eben zu Geld machen lassen. Aber eben, es sterben ja momentan immer noch Millionen Menschen an Krankheiten, die tatsächlich unterbeforscht sind oder wo es eben nicht dasselbe finanzielle oder Kapitalinteresse gibt, die zu beforschen wie andere Krankheiten. Kannst du da einfach mal ein bisschen die Dimensionen aufzählen? Also Was gibt es da eigentlich an globalen Krankheiten, die so gravierend sind, die vor allem unterbeforscht sind? Im letzten Jahr sind 10 Millionen Menschen an Tuberkulose erkrankt. Es gibt Millionen Menschen, die an Tuberkulose jedes Jahr sterben. Und im Moment ist es so, dass berechtigterweise auch Sorge da ist, dass es so einen Transfer gibt, auch von finanziellen Mitteln, dass das wenige Geld, was für die Erforschung von Tuberkulose-Medikamenten bereitgestellt wird, jetzt transferiert wird für die Forschung an Corona. An Malaria sterben Millionen Menschen jedes Jahr. Das sind die klassischen Massenkrankheiten,
die absolut unzureichend erforscht werden. Und dazu kommt, dass halt, wenn es Medikamente gibt, man sehen kann, dass es immer, auch bei HIV-AIDS, was wieder sehr stark ansteigt, was ich gerade heute bekommen habe, eine kleine Studie aus Südafrika, auch im Kontext natürlich von Corona, weil halt Behandlungsmöglichkeiten viel weniger da sind in Zeiten der Pandemie für HIV-AIDS-Infizierte. Und da kann man eben sehen, dass diese Krankheiten absolut vernachlässigt werden von der Forschung, dass halt sogenannte Wohlstandskrankheiten erforscht werden und dass hier eine Schieflage vorhanden ist. Und wenn es dann Medikamente gibt, ja, HIV-AIDS ist dafür das beste Beispiel, weil ein kostengünstiger Zugang zu diesen Medikamenten immer ausnahmslos das Ergebnis auch von politischen Kämpfen, Initiativen wie die Treatment Action Campaign in Südafrika und die sich dann auch global organisiert hat, hat jahrzehntelang oder viele Jahre lang dafür gekämpft, dass es Zwangslizenzierungen gibt, dass die Medikamente kostengünstiger zur Verfügung gestellt werden. Und bis heute ist es so, dass es immer wieder Versuche gibt, der Pharmaindustrie mit so Scheininnovation oder unter Berufung auf neue Freihandelsabkommen, neue Patente auf Medikamente zu haben. Vor ein paar Jahren beispielsweise ging es um ein Medikament, das die Übertragung von HIV-AIDS auf ungeborene Kinder bremsen kann, was ja total wichtig ist. Mhm. Da hat hier um die Ecke im Rhein-Main-Gebiet Böhringer Ingelheim versucht, das zu verhindern. Und da ist es auch nur durch einen ganz großen öffentlichen Protest gelungen, das zu verhindern. Das zeigt also diese perfide Systeme auf, die es nicht länger hinzunehmen gilt. Jetzt sind viele Leute gerade natürlich weltweit auf der fieberhaften Suche nach einem Medikament oder einen Impfstoff für Corona. Für Länder des globalen Südens sieht das ja dann alles noch sehr dramatischer aus, gerade bei den von dir beschriebenen Tendenzen, dass es dahin geht, dass es denn doch kein Gratis-Patent oder kein offenes Patent sozusagen gibt. Das ist ja eine Situation, eine Tendenz, die für diese Länder des globalen Südens dramatisch ist. Die zweite ist ja aber auch jetzt schon eine Situation, die schon in der aktuellen Situation ziemlich dramatische Herausforderungen irgendwie oder Probleme erzeugt. Kannst du die nochmal umreißen? Wie sind die vielleicht auch anders gelagert als hier? Ja, die sind anders gelagert, weil nämlich an ganz vielen Ländern, wo jetzt gerade erst, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Südostasien, Lateinamerika, auch afrikanische Länder häufig die wirtschaftliche Krise schon vor dem Virus angekommen war. Das heißt also, dass durch die vorsorglichen Quarantänemaßnahmen aufgrund von prekären Arbeitsverhältnissen die Menschen halt wirklich von jetzt auf gleich in absolut existenzielle Not geraten sind, die wenigen Ersparnisse sehr schnell aufgebraucht waren, auch entlang der globalen Lieferketten eben die Systeme zusammengebrochen sind, wie in Pakistan, in anderen Ländern, wo dann eben hier H&M dicht war auf der Frankfurter Zeile und bei euch in Berlin und überall woanders eben auch. Und dann häufig die Firmen noch nicht mal mehr, die schon bestellte Ware abgeholt haben, geschweige denn bezahlt haben. Millionen Menschen sind, vor allen Dingen Frauen, sind da von einem Moment auf den anderen arbeitslos geworden, haben um ihr Überleben gekämpft, hatten keine Transportmöglichkeiten zurück, zum Beispiel auch in die ländlichen Gebiete und waren zusätzlich nicht in der Lage, auch in der Quarantäne die ganzen empfohlenen Maßnahmen, die wir hier runterbeten können, einzuhalten, weil sie in informal settlements, also auf engstem Raum in den Städten zusammenleben, weil sie eben keinen Zugang haben zu sauberem Wasser und zu anderen Maßnahmen, die für die Prävention wichtig wären. Und so kann man eben nochmal sehen, dass eben in der Pandemie im Süden der Welt eben diese Form auch von kapitalistischer Ausbeutung
schon zu dieser dramatischen Verschlechterung geführt haben. Und jetzt kommt eben zusätzlich der Virus dazu, der ja jetzt langsam sich erst Bahn bricht, auch in diese Länder. Kannst du die Auswirkungen vielleicht noch für ein Land so ein bisschen speziell skizzieren? Also kannst du das sozusagen noch mal an einem Beispiel verdeutlichen, wie das sich auswirkt, die Pandemie gerade? Also was man eben sehen kann, beispielsweise in Südafrika, das ist so ein Land, das innerhalb des afrikanischen Kontinentes besonders betroffen ist. Da gibt es eine Struktur von Community Health Workers, das gibt es hier gar nicht, ja, die eben so das Bindeglied sind zwischen den Ärztinnen und Ärzten und der Community, die auch in der HIV-AIDS-Versorgung eine ganz wichtige Rolle spielen. Die sind einem erheblichen Risiko ausgesetzt. Die haben fast keine Schutzkleidung. Die werden jetzt häufig sogar angegriffen in den eigenen Communities als potenzielle Trägerin des Virus. Und das sorgt für sehr große soziale Spannungen. Und dann ist es so, dass eben auch in Südafrika es natürlich nur eine ganz begrenzte Anzahl gibt von Notfallbetten. Ja, das wissen wir ja alle, wie wichtig das ist, auch Beatmungsgeräte zu haben, die Menschen, die besonders stark erkranken an Covid-19, dann auch entsprechend versorgen zu können. Da hat die Regierung was gemacht in dem ersten Schritt, was gar nicht so doof ist. Sie hat nämlich die zahllosen Privatkliniken, die es dort gibt, also gibt es auch ein Zweiklassensystem im Gesundheitsbereich. Die hat gesagt, sie möchten bestimmte Anzahl von Betten sich sichern in den Privatkrankenhäusern, um die Anzahl der Gesamtbetten zu erhöhen. Und was jetzt passiert, und daran sieht man eben welches Ausmaß eben diese soziale Ungleichheit auch in einem Land wie Südafrika hat, ist es so, dass die Betreiber der Privatkliniken jetzt völlig in Aufruhr sind und totale Angst haben, dass jetzt diese Betten belegt werden, eben von den Menschen, die aus in den Townships wohnen, die in den ärmsten Regionen wohnen und dann am Ende nicht mehr genügend Betten sind für ihr eigenes Klientel, also obere Mittelschicht, die eben der Lage sind, sich so eine private Gesundheitsversorgung zu leisten. Und da gibt es aber auf der anderen Seite auch sehr viele soziale Kämpfe, die versuchen eben hier jetzt sehr grundlegend diese Ungleichheit anzusprechen und auch für strukturelle Veränderungen zu sorgen. Es gab jetzt in der Berichterstattung auch in Deutschland ganz zu Anfang von der Covid-19-Krise immer wieder die Warnung vor den katastrophalen Auswirkungen in Afrika. Dann wurde das ne, Whole Land. Country as a Land. So, da wurde vor der Gefahr, was kann da passieren? Die Warnungen waren unheimlich stark. War das am Anfang übertrieben? Bestätigt das sich erst jetzt? Oder sozusagen wurde da auch sehr stark mit so einem quasi so einem vorurteilsbeladen oder auch rassistischen Afrika-Bild gearbeitet? Wie würdest du das einschätzen? Das war beides, ne? Also einerseits ist klar, es macht einmal Schnipp, das Bild von Afrika als dem immerwährenden Krisenkontinent taucht vor unseren Augen auf und schon ist die Schlagzeile fertig, Millionen Tote erwartet. Das war hochproblematisch, weil nämlich viele afrikanische Länder wie Kenia, wie Ruanda, wie auch der Senegal einen sehr schnellen Shutdown gemacht haben. Es waren Länder, die hatten zum Teil noch keine 200 Infizierten. Da haben sie schon erste Maßnahmen ergriffen. Wir erinnern uns, in Deutschland waren es Zehntausende, bevor die ersten politischen Wege eingeleitet wurden. Das hat sicher dazu beigetragen, dass die Ausbreitung der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent sehr verlangsamt wurde. Gleichzeitig ist es so, dass es natürlich auch Erfahrungswerte gibt. Es gibt Ebola in Westafrika, es gibt viele andere Pandemien, die in Afrika sehr viel mehr Opfer gefordert haben in der Vergangenheit als beispielsweise in Europa, sodass es natürlich auch existierende Pandemiepläne gibt, die funktioniert haben und wo auch die Aufklärungsarbeit, die in anderen Pandemien stattgefunden hat, auf die konnte man dann aufbauen. Das waren alles ganz positive Aspekte. Gleichzeitig ist es aber so, dass man eben im Moment sehen kann, dass einfach der Virus jetzt auch mit eben, also etwas später, als es ursprünglich erwartet war, man hat den Peak in afrikanischen Ländern so im Juli erwartet, das wird sich jetzt eher bis Jahresende hinziehen. Das heißt also, von Entwarnung kann auch überhaupt nicht die Rede sein.
Und der Preis, den vor allen Dingen die arme Bevölkerung und auch hier sehr stark auch im städtischen Raum gezahlt hat, war eben sehr hoch. Wir haben es vorher angesprochen, die Ersparnisse sind aufgebraucht. Man liest jetzt eben viele Berichte. Wir haben auch mit unseren Projektpartnerinnen in den Ländern darüber geredet. Die Leute müssen das Haus verlassen. Das heißt, sie riskieren ihr Leben, um eben ihr tägliches Überleben zu sichern. Das ist die Situation, wie wir sie da jetzt vorfinden, weil sie sich das einfach nicht leisten können, wochenlang zu Hause zu bleiben, weil sie von der Hand in den Mund leben, im informellen Sektor tätig sind und deswegen sich einfach in diese sehr existenzielle Gefahr begeben müssen. Du hast ja gerade angesprochen, ne, dieser Shutdown in vielen Ländern, auch des globalen Südens, hat da ne, sehr unmittelbare, auch lebensgefährliche Konsequenzen gehabt. In Indien gehen jetzt die Zahlen gerade deutlich hoch, weil dort der Shutdown beendet wird. Ähnliche Diskussionen gibt es ja dann wahrscheinlich auch hier mit der Frage, wie geht das weiter, wenn die Infektionen jetzt weiter ansteigen? Was für eine Diskussion sind da zu beobachten bei der Frage, sollte es ein neuerliches Runterfahren des öffentlichen Lebens und auch der Wirtschaft geben in verschiedenen Ländern, die keine Reserven haben, um das, wie es zumindest in Deutschland ja ökonomisch noch möglich ist, abzufangen? Befürchtest du, dass das einfach irgendwann dann auch in den Ländern des globalen oder in vielen Ländern des globalen Südens einfach hingenommen wird, anstatt wieder sonderlich den Virus einzudämmen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also beziehst du dich jetzt darauf, ob es darum geht, dass man jetzt solche Sachen wie Rettungsschirme globalisieren sollte Aus der oder Perspektive. fragst du mehr nach Form von einem politischen Protest? Das ist mir gerade nicht ganz Nee, klar. erstmal war sorry, dann habe ich das schlecht formuliert. Also die Frage war, wird es ein zweites Runterfahren in einigen Ländern des globalen Südens einfach nicht mehr geben, weil sie keinerlei Reserven haben und klar ist, sie müssen eher mit dem Virus leben, als ihn sozusagen frühzeitig zu bekämpfen. Das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass es kein Polster gibt. Also die Polster waren ja beim ersten Shutdown eigentlich auch schon nicht da. Ja, jetzt haben die Regierungen in einigen Ländern des Südens natürlich versucht, Gesundheitsstationen aufzubauen, um sich auch vorzubereiten auf die zweite Welle. Wir haben jetzt noch nicht geredet über die Länder, wie Brasilien beispielsweise, die einfach beschlossen haben, in einer sozialdarwinistischen Logik ihre Bevölkerung einfach ihrem Schicksal zu überlassen und in einer aggressiven Weise nach wie vor die Risiken von Covid-19 total runterzuspielen. Das heißt, es ist klar, dass wenn es zu einer zweiten Welle kommt, werden sich die Leute gerade in den informellen Beschäftigungsverhältnissen noch längst nicht erholt haben von der ersten Welle. Und deswegen wird sie das noch mal in einem viel größeren Ausmaß treffen. Und deswegen geht es ja jetzt eben darum, den Begriff der Pandemie, also einer weltweiten Epidemie, ernst zu nehmen und das auch zu überführen in politische Konzepte und sich jetzt zu überlegen, was muss jetzt eigentlich getan werden. Da muss man jetzt anfangen nachzudenken über die wirklich zentralen Fragen. Wir brauchen ein globales Grundeinkommen. Wir müssen uns die Handelswege angucken. Wir müssen eben auch solche gesetzlichen Schutzmaßnahmen jetzt endlich umsetzen, wie ein Lieferkettengesetz, das ja absurderweise unter Bezugnahme auf Corona verhindert wurde in Deutschland. Ja, weil die Bundesregierung gesagt hat, die Unternehmen haben jetzt so schwer zu kämpfen mit Corona, da können wir jetzt nicht noch ein Lieferkettengesetz machen, was die Menschenrechte entlang der globalen Lieferketten einhält. Das braucht man natürlich jetzt unbedingt, weil damit einhergehend natürlich auch ein Schutz vorhanden ist. Die Leute haben dann gesichertere Arbeitsverhältnisse und all das sind Puffer, die auch den Bevölkerungen hilft, mit einer zweiten Corona-Welle klarzukommen. Diese Debatten finden aber nicht an den Orten statt, wo sie stattfinden sollten. Sie finden statt in sozialen Bewegungen, wie beispielsweise in Südafrika, wo sich jetzt Hunderte von Organisationen zusammengefunden haben in einer neuen sozialen Bewegung, die genau darüber jetzt diskutiert und da auch Forderungen stellt an ihre eigenen Regierungen, aber diese Forderung, wie ich sie jetzt exemplarisch gerade genannt habe, auch in den globalen Raum reingibt.
Jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum. Da würde ich bitten, dass wir kurz zu Katharin rüberschalten. Genau. Anne, es gibt eine Frage an dich und die beziehungsweise die Arbeit der Organisation, also der Organisation Medico. Und die Frage lautet, wie Medico selbst momentan in der Krise vor Ort unterstützt. Henne, kannst du die Frage noch mal ganz kurz? Wie Medico in der aktuellen Lage gerade die Menschen unterstützt im Rahmen eurer Kampagnen? Ja, genau. Also wir machen das als eine ja doch dezidiert linke Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, wie wir das immer machen. Das heißt, wir haben eine konkrete Unterstützung vor Ort. Wir sind in 30 Ländern aktiv, nicht mit eigenem Personal. Wir entsenden ja keine Leute ins Ausland. Das heißt, wir unterstützen Organisationen in den Ländern, über die wir jetzt exemplarisch auch schon gesprochen haben, darin eine gute Arbeit zu machen. Die Projektpartnerinnen selber haben vielfach sich natürlich auch auf die Pandemie eingestellt. Das heißt, sie machen Aufklärungsarbeit in Flüchtlingslagern. Sie machen aber auch natürlich klassische Verteilung von Lebensmitteln, um die Leute in der Quarantäne zu unterstützen. Und das alles verbinden sie aber mit einer politischen Arbeit, die eben darüber hinausgeht. Die konkrete Hilfe ist immer nur ein Teil des Engagements. Der zweite und in der Konsequenz natürlich sehr viel wichtigere Teil ist, auch die Leute zu organisieren. Und das, was ich eben erwähnt habe, diese Gruppe von Hunderten von südafrikanischen Organisationen, die sich da zusammengefunden haben, um eben genau über diese strukturellen Faktoren zu sprechen. Das ist dann so, dass wir dann beispielsweise da das Sekretariat und die Campaigner mitfinanzieren, damit die ihre Arbeit auch in Zeiten der Pandemie überhaupt machen können. Dann vielleicht so ein bisschen als letzte Frage und auch als Ausblick auf das, was da noch kommt. Wir haben ja jetzt eine gigantische Krise, auch eine ökonomische Krise weltweit vor der Nase. Und wir haben aber auch, gesehen, die letzte weltweite Krise, die Wirtschafts- und Finanzkrise nach 2008 und 2009, hat auch eine Welle von einer Protestbewegung im globalen Süden, die Bewegung der Plätze sozusagen auch hinter sich hergezogen. Und die Frage, siehst du irgendwie ein Potenzial dafür, dass es sich wie im Gefolge der letzten Krise, auch in dieser Krise im globalen Süden, solidarische Bewegungen entwickeln, die versuchen hier auch die Frage die gesellschaftliche Frage nochmal neu zu stellen und die Frage auch von Alternativen zu einem Kapitalismus, in dem man verhungern soll, wenn man nicht seine Medikamente bezahlen kann oder die Impfstoffe bezahlen kann oder eben an Covid-19 sterben soll. Siehst du da ein Potenzial für? Also ich würde da gerne noch mal als erstes in die USA blicken, weil ich glaube, dass man nicht unterschätzen sollte, wie stark auch die jetzt wieder also durch die Ermordung von George Floyd sich neu formierende Black Lives Matter Bewegung auch in Corona und durch Corona erst so konstituieren konnte, weil natürlich diese massive Form von sozialer Segregation so am eigenen Körper spürbar wurde, ja, dass eben klar war, dass schwarze Leben eben überhaupt nicht zählen. Es waren die ersten, die gestorben sind, weil eben gerade bei ihnen auch sehr viele zu den ersten Bevölkerungsschichten zu zählen sind und so weiter. Das ist da absolut ineinander verklammert. Und ich hoffe, dass eine ähnliche Entwicklung man auch in anderen Ländern sehen wird. Es gibt ja Aufstände und soziale Bewegungen, die sich auch durch Corona neu konstituieren, und zwar auch in einer Weise, wie wir sie nicht erwartet haben. Ja, in Brasilien beispielsweise läuft das sehr stark wirklich über die Ultras, also die Fußballfans, die da ganz aktiv sind. Das war auf dem Tahrirplatz auch schon so. Genau. Soziale Bewegung zu organisieren. Und ich denke, was halt klar ist, ich habe nicht den Blick in die Kristallkugel, aber was aus meiner Sicht klar ist, es wird soziale Kämpfe geben, weil sich die soziale Ungleichheit durch die Folgen der Pandemie und durch die Strukturen, auf die das Virus getroffen ist, so massiv verschlechtern wird, dass es in den Ländern auf jeden Fall
Aufstandsbewegung geben wird, Protestbewegung geben wird. Das fängt jetzt an. Ich habe das Beispiel Südafrika genannt. Das ist aber auch in vielen lateinamerikanischen Ländern schon jetzt spürbar. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch in Deutschland. Ja, also dass ich habe schon Sorge, dass jetzt das wieder so zerfällt in die Einzelkämpfe, dass alle gesellschaftlichen Gruppen jetzt in ihrem eigenen Interesse bestimmte Sachen erstreiten und dass diese globale Dimension dabei aus dem Blick gerät. Und ich glaube, jetzt müssen wir eben sprechen über Austrocknung von Steueroasen. Das wäre beispielsweise auch ein sehr gutes Instrument, um den Einfluss von so philanthrokapitalistischen Strukturen auf die WHO zu verändern. Wir müssen über Grundeinkommen sprechen, wir müssen über globale Umverteilung sprechen. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass die Zäsur der Pandemie, die wir erlebt haben, sich verbindet auch mit den wichtigen sozialen Kämpfen, die ja vorher, vor der Pandemie sehr zentral waren und die jetzt stiller geworden sind, wie beispielsweise auch die Klimabewegung. Mhm. Ja, liebe Anne, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, hier zumindest virtuell. Unter medico.de lässt sich ganz viel erfahren über eure Organisation und aktuelle und kommende Projekte. Da gibt es auch viele Informationen zur Geschichte oder zur Kritik an WHO und konkrete Projekte, nach denen ja auch nachgefragt wurde. Schön, dass du heute bei uns warst. Vielen, vielen Dank nach Frankfurt. Sehr gerne. Einen schönen Nachmittag noch. Dankeschön.